So, moin moin und damit willkommen zu einem Spezial. Und zwar wollen wir uns heute einmal gemeinsam ansehen, wie man das Abenteuer VA10, die Klingen der Nacht, ein bisschen verbessern könnte. Ich habe ja in meiner Rezension schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich mit einigen Punkten nicht so ganz übereinstimme. Und da würde ich ganz gerne ansetzen und einmal ja meine Ideen zu diesem Abenteuer kundtun, weil es sehr viel Potenzial hat, was es aber an einigen Stellen verschenkt. Und das würde ich eben versuchen, gerne einmal zu retten, eben indem wir jetzt dieses Abenteuer gemeinsam besprechen. In der Rezension hatte ich ja bereits eine Bewertung abgegeben und das Ganze zu zusammengefasst, wer das also noch sehen möchte, der sollte sich bitte vorher die Rezension ansehen und kann dann danach sich dieses Special ansehen. Hier komme ich natürlich nicht um Spoiler drumherum, genauso wie bei einer Rezension. Dementsprechend solltet ihr eben euch darauf einstellen, dass wenn ihr euch das hier anseht, naja, dann könnt ihr das Abenteuer nicht mehr spielen, aber sehr gut leiten. Zumindest ist das mein Ziel. Wir beginnen natürlich mit dem Abenteuer im Überblick. Das Ganze ist eine Kampagne im ewigen Eis und naja, dementsprechend eine Themenbox. Man sollte nicht einfach so drauf losleiten und nach dem Motto, das eine Abenteuer jetzt in Gareth haben wir beendet, jetzt werde ich mal was anderes leiten und ich muss das meinen Helden nicht sagen. Die sollen sich mal so ein bisschen überraschen lassen. Das ist nicht so eine gute Idee, weil, naja, das ist ein Abenteuer nicht mit 16 Seiten, sondern mit 120 und dementsprechend lange wird es dauern. Das heißt, redet mit euren Leuten darüber und fragt sie, ob sie Lust darauf haben. Ihr müsst ihnen nicht unbedingt verraten, dass es sich dabei um Chakagra handelt, aber sagt ihnen, dass es eine Kampagne, eine Mini-Kampagne im ewigen Eis ist. Es ist sehr dunkel, es ist sehr kalt. Und es wird sehr lebensfeindlich. Das müsst ihr ihnen auf alle Fälle sagen, sonst bringt das alles nichts. Wenn man dann irgendwann nach 10 oder 20 Seiten merkt, okay, die Kampagne ist irgendwie nichts für mich, weil ich mich lieber in Alanfa aufhalte, im ewigen Dschungel, oder weil ich lieber in den Bergen herumkraxel, im Koschgebirge, dann leitet halt dieses Abenteuer nicht. Das so als großer Hintergrund, da solltet ihr auf alle Fälle mit euren Spielern drüber reden. Dann ein Wort zur Stimmung. Ich habe das ja auch schon in meiner Rezension gesagt. Das Abenteuer kann sehr stimmungsvoll sein. Und da muss sich der Spielleiter eben auch drauf einstellen. Es geht hier nicht einfach so sehr darum, dass man das leitet wie jedes andere DSA-Abenteuer, indem man mal so ein bisschen die Städte vorstellt. Dann wird irgendwie ein bisschen gekämpft gegen, naja, in dem Fall sind es dann irgendwie dunkle Elfen. Und danach geht man wieder zurück, ein bisschen durch das Eis und kämpft dann wieder ein bisschen und geht dann wieder ein bisschen durch das Eis und kämpft dann wieder ein bisschen. Da verschenkt ihr massiv, massiv an Potenzial. Der Autor des Abenteuers, Dominik Ladek, hat ja auch selber gesagt, er möchte so ein bisschen ein D&D-Abklatsch erschaffen. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern meinetwegen auch positiv. Es gab bei D&D gab es ja den Dristo-Urden, den Dunkelelf, und genau das hatte er eigentlich auch vor. Dristo-Urden, ja, auch da wird viel gekämpft, aber da wird auch sehr viel mit Stimmung gearbeitet. In den dunklen, tiefen Höhlen. Und das muss dann eben der Spielleiter versuchen, hier rauszuarbeiten. Es wird ja auch beschrieben, dass es dann zu einem Vulkanausbruch kommt und die Asche kann dann den Himmel verdunkeln. Das wird so ein bisschen in einem Halbsatz mal nebenbei gesagt, damit sich dann die Chakagra an der Oberfläche auch tagsüber bewegen können, damit sie dann eben nicht vom Sonnenlicht geblendet werden. Aber das ist eben auch der Fehler. Man sollte wirklich dann die Stimmung beschreiben. Wie fühlt es sich an, wenn über einem Tage oder Nächte lang auch der Himmel verfinstert und verdunkelt ist? Wenn man nicht einmal mehr die Sterne sehen kann aufgrund jetzt dieses Ausbruchs? Wenn man einfach nur allein gelassen ist? Zunächst geht es darum, wie man dieses Abenteuer startet. Und hier würde ich eben auch einsetzen in Riva. Riva ist eine ziemlich große Handelsstadt. Da ist auch noch viel Zivilisation. Die mag ein bisschen abweichen vom Mittelreich, aber immerhin gibt es hier auch ein paar Störrebrände. Und da, wo Störrebrand ist, da ist auch Zivilisation und Kultur. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage, wo ich die Helden hinversetzen würde. Da würde ich so ein bisschen dieses Setting aufbauen. Es ist da oben kalt, es kann auch schon schneebedeckt sein, gerade wenn im Winter gespielt wird. Aber hier unten im, in Anführungsstrichen, Süden, südlich der Yeonsu-Steppe, ist es eben
Man kann die Schönheit der Natur bewundern. Alles ist sehr menschenverlassen. Man kann eben tagelang durch die Gegend reisen, ohne dass man irgendjemandem begegnet. Wenn man das möchte, ist es angenehm kühl. Zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt noch. Und da würde ich eben jetzt auch versuchen, diesen Kontrast herauszuarbeiten. Dass es hier eben noch alles schön ist, die Natur ist herausragend, wunderhübsch. Es ist wie eine Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise von Riva über einen Trek, meinetwegen einen Händler begleiten, dann durch die Yeonsu-Steppe vorbei an Kela. Auch Kela kann dann hier schon einmal vorgestellt werden. Bis nach Frisov. Das eigentliche Abenteuer startet dann direkt in Frisov und ja, hier kann man dann, und das sollte man auch, die Stadt ein bisschen vorstellen. Denn immerhin ist es das letzte Mal, dass sich Helden in dieser Stadt bewegen. Das große, ja, Goal, was Dominik Ladek dann eben auch durfte, er durfte die Welt ein bisschen verändern. Und das finde ich an sich auch gut, dass Städte jetzt untergehen, dass so ein bisschen Weltuntergangsfeeling da ist, das. Niemand hat sich bisher um Frisov gekümmert und wenn man jetzt diese Stadt einfach mal abreißt und naja, später dann irgendwie neu baut oder so, falls das überhaupt vorkommen sollte, dann ja, ich finde das an sich eine gute Gelegenheit. So, aber es ist das letzte Mal, dass diese Stadt irgendwie noch besprochen wird und dann sollte man eben auch einen kleinen Stadtrundgang machen. Den Hafen, die Lagerhallen, das Kontor, die Schenke, alles, was hier so drinne steht. Man darf dann auch gerne noch das mit dem Eisimmern erzählen. Vor allem, und das ist eben wichtig, man sollte versuchen, eine emotionale Bindung aufbauen zu lassen. Meinetwegen zu ein paar Kindern, zu ein paar Händlern, zu einem Tavernenwirt, das ist völlig egal. Die Abenteurer dürfen, wie gesagt, gerne wissen, dass es eine Kampagne im ewigen Eis ist, aber sie sollen nicht wissen, was das eigentliche Thema ist. Ja, klar, man kann sich dann auch irgendwie noch spoilern. Ihr könnt dann auch verraten, dass es sich bei dem Abenteuer im Klingen der Nacht handelt und dann können sie sich halt in der Wiki selber ansehen, dass es hier um Chakagra, um Nachtalben geht. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr ihnen gesagt habt, ihr wollt eine Kampagne im ewigen Eis machen. Das heißt, sie wissen gar nicht, worum es geht. Dann, ja, wie gesagt, man baut eine kleine Bindung auf. Die Helden dürfen sich auch gerne sehr sicher fühlen. Und dann explodiert der Vulkan, beziehungsweise die Asche stiebt nach oben und verfinstert den Himmel. Dann passiert erstmal ganz lange nichts. Man kann dann natürlich noch sagen, dass das ganz normal ist, dass das ab und zu mal vorkommt und dass die Helden nicht beunruhigen sollte. Und dann spielt man erstmal so ein bisschen mit der Dunkelheit. Und dann wird eben aus dieser Schönheit der Natur, die angenehm kühl wird, wird dann ein Gefühl von Abgeschiedenheit, von dem Gefühl, dass man einfach alleine ist, dass man vielleicht auch ein bisschen verzweifelt ist und dass man sich in dieser Dunkelheit nicht wohlfühlt, dass das nicht eine Dunkelheit ist, die für Menschen gemacht ist. Mit diesen Gefühlen muss man spielen und dann ist eben auch wieder das, was ich in der Rezension sagte, hier setzt dann das Lovecraftsche ein, noch bevor irgendetwas passiert ist, noch bevor es einen Angriff gab. Jetzt muss man andeuten, jetzt muss man versuchen, die Schatten zu bewegen, dass man wirklich irgendwie denkt, es könnte jetzt gleich was passieren und dann geht man hinter die Ecke und schaut nach und dann ist da einfach nichts. Dann ist einfach nur ein Besen mit einem Mantel drüber geschmissen oder irgendwie der Wind hat sich bewegt und dann dadurch die Schatten dann eben auch. Man muss jetzt wirklich mit so einer Mischung aus Berge des Wahnsinns und Innsmouth spielen und viel andeuten, aber nichts wirklich zeigen. Gib den Helden dann in dieser Zeit, während sie sich dran gewöhnen, eine Aufgabe. Wirklich, dass sie nicht nur sich sinnlos dann mit Eisimmern beschäftigen, sondern meinetwegen passiert dann irgendwas in der Stadt. Das sollte kein Mordfall sein, das soll keine Ermittlung sein, das soll einfach nur was sein, wo sie sich sinnvoll bewegen können. Meinetwegen können sie dann beim Verladen von irgendeinem Händler und irgendwelchen Karrenfällen helfen. Das ist erstmal egal. Hier dürft ihr dann selbst kreativ werden, worum es dann geht. Ihr könnt dann auch noch ein bisschen mit irgendwelchen Nivesen und mit irgendwelchen Fjaningern könnt ihr dann trinken und sie dann begleiten. Und meinetwegen dürft ihr auch beim Robbenjagen mitmachen, dass sie einfach Frisov kennenlernen, dass sie die Karte kennen von der Stadt und wissen, was wo ist und wie man eventuell auch was verteidigen könnte. Vor allem eben auch von Land verteidigen. Niemand rechnet erstmal mit einem Angriff von Eis. Und dann geht es los. Jetzt beginnt der Angriff aus der Dunkelheit. Auch hier
Schauen wir uns jetzt einmal kurz die Werte der Chakagra und die Werte der Stadtbewohner an. Das heißt, wir blenden einmal über zu den Werten. Gut, ich habe euch jetzt hier aus dem Abenteuer mal die Werte der Bewohner von Friesow gezeigt. Das sind dann durchschnittliche menschliche Werte, da ist niemand Besonderes. Das sind einfach 300 Bewohner von diesem, ja, von dieser kleinen Stadt, beziehungsweise diesem Ort. Und ja, der Mut ist irgendwo bei 12, die Klugheit bei 11. Das sind, wie gesagt, sehr, sehr durchschnittliche Werte. Die Lebenspunkte bei 31 und die können sich irgendwie verteidigen. Die haben das irgendwie mal gelernt. Die haben eine kleine Grundausbildung bekommen. Holzspeer, Attacke 10, das ist komplett in Ordnung. Und die haben eben auch ein ordentliches Fluchtverhalten. Das heißt, wenn sie dann irgendwann getroffen werden, die können 8 Lebenspunkte einstecken. Von 31 auf 23 bei Schmerz 1 fliehen sie. Und dementsprechend kämpfen die nicht sonderlich lang. Das ist auch nicht deren Aufgabe, wenn die verletzt werden. Jeder, der nicht irgendwie total bescheuert ist, hat einen Überlebenstrieb. Auf der anderen Seite die Chakagra. Und zwar schauen wir uns das an. Ich habe das ein bisschen größer gemacht. Die Werte nehmen wir jetzt einfach mal an, dass es sich dabei um erfahrene Chakagra handelt. Klingensänger in diesem Fall, also die Schwertkämpfer. Die haben als 100 Jahre alte, meinetwegen auch noch länger, weil sie keinen natürlichen Lebensablaufdatum haben, haben sie nur 22 Lebenspunkte? Warum, frage ich mich da. Natürlich haben Elfen nicht ganz so viele Lebenspunkte wie ein Zwerg oder wie ein Mensch, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn das Kämpfer und Krieger sind, dann sollten die doch mehr als 22 Lebenspunkte haben. Warum wird das jetzt künstlich nach unten geschraubt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann die Werte von ihren Schwertern. Das sind erfahrene Klingensänger und die kämpfen dann mit einer Attacke von 14, also sind nur etwas besser ausgebildet, haben 4 Punkte mehr in der Attacke als dann ein, naja, Bewohner von Friesow, der eine kurze Grundausbildung hatte, der auf die 10 kämpft mit seinem Speer. Das erscheint mir ein bisschen merkwürdig, möchte ich meinen. Parade von 8. Okay, das ist okay. Die Parade brauchen sie normalerweise nicht, weil sie dann durch sowas wie ein Kettenrüstzeug geschützt werden. Auch hier ist die Frage, warum da Kettenrüstzeug steht. Eigentlich kämpfen alle irgendwie in Endurium. Warum? Naja, weil der Fluch des Eisens sie beim Zaubern behindert und kein normaler Elf würde eben auf seine Zauberkraft verzichten. Dementsprechend ist das kein normales Kettenrüstzeug, sondern das muss eben Endurium sein. Es gibt einen zusätzlichen Nachteil und das bezieht sich dann eben auch auf Metalle. Man bekommt dann bei nicht verarbeitetem normalen Metall, also wenn es nicht Endurium ist, was ein magisches Metall ist, dann bekommen die Schaden, wenn sie es tragen. Zudem bekommen sie keine Regeneration, wenn sie das Rüstzeug tragen und sie bekommen eine Erschwernis auf alle ihre Zauber, die sie wirken. Dann der Bogen. Fernkampf 13. Das ist ein Witz, oder? Also da müssen die Werte ganz dringend nach oben angepasst werden. Ich betone es noch einmal. Wir reden hier von einem Erfahrenen. Hier steht extra erfahren bei. Kein Junger, es ist ein erfahrener Chakagra-Klingensänger. Der wurde ausgebildet. Der weiß, wie man kämpft. Der weiß auch, wie man mit dem Bogen schießt. Und der schießt dann auf die 13, beziehungsweise wenn er namhaft ist, auf die 15. Die Klingensänger sollten also angepasst werden. Alles, was ich jetzt rot markiert habe, sollte nach oben gedreht werden. Und zwar sowohl die Lebenspunkte, die kann man auf 30 anheben. Die Attacke von dem Schwert sollte man auf sowas wie 18 anheben, meinetwegen auch 20. Kann man dann bei den Namhaften machen, wenn man das möchte. Die Parade ist quasi egal, das interessiert die nicht. Vor allem, wenn man die Lebenspunkte aufdreht. Das sind grausame Krieger, die gerne auch Schmerz erdulden. Es gibt dann später auch noch einen Elfen, der den Schmerz sogar ziemlich cool findet und darin aufgeht. Aber wie gesagt, wenn man dann durch Endurium-Kettenrüstung geschützt wird, dann interessiert es eben auch nicht und dann muss ich nicht parieren, dann stürze ich mich eben in das Schwert, um meinen eigenen Schmerz zu vergrößern. Ich drehe Attacke auf, ich drehe auch den Fernkampf auf, von 13 auch auf meinetwegen 18, damit ich eben auch in der Dunkelheit ordentlich treffe. So, dann kommt dazu, dass ich die blau markierten Dinge, das sind gute Dinge, die mir hier gefallen, da kann man eventuell auch noch ein bisschen sich überlegen, wie kämpft jetzt ein Chakagra? Ist das jetzt jemand, der ehrenhaft auf jemanden zuläuft und dann mit seinem Schwert sich duelliert? Nein, in meinen Augen nicht.
Chakagra sind grausam, sie sind nicht an ein rondrianisches Ehrgefühl gebunden, sondern sie sind hinterhältig. Genau das sind sie. Wir wollen ja eigentlich die Brücke schlagen zu Driste Duoden bzw. den Dunkelelfen von D&D. Und wir wollen richtig fies kämpfen. Das heißt, wir fangen an mit einem Acceleratus. Das heißt, wir verdoppeln unsere eigene Initiative. Wir sind brutal schnell. Wir gehen in den Chamäleoni oder in den Visibili und sind dann unsichtbar oder verschmelzen mit der Umgebung. Das heißt, wir sind unglaublich schnell und wir sind unsichtbar. Dann kann man eventuell auch jetzt schon mit der Gletscherform arbeiten. Das heißt, ich kann eventuelle Formationen, irgendwelche Türme, irgendwelche Mauern kann ich auch jetzt schon mit einer Gletscherform umgehen. Oder ich kann mich auf eine erhöhte Position stellen. An eine Position, wo andere meinetwegen auch gar nicht rankommen. Das ist fies, das ist hinterhältig, das ist grausam. Und genauso würde jemand wie ein Chakagra, wie ein D&D-Dunkelelf handeln. Dann kann ich zudem auch noch Dunkelheit aufdrehen. Es ist sowieso schon dunkel. Wir hatten einen Vulkanausbruch, wir haben Winter, die Sonne ist sowieso weg, wir greifen in der Nacht an. Zudem kann ich auch mich noch in Dunkelheit hüllen und alles weiter noch erschweren. Ich kann schleichen, ich kann mich verstecken und ich werde nicht gefunden. Und jetzt drehe ich auf. Das ist total unfair. Wir schauen uns nochmal die Werte von den anderen Bewohnern von Friesow an. Können jetzt 300 Leute gegen die Rotten bestehen? In der Masse, ja klar, wenn das irgendwelche ausgebildeten Leute sind, die dann mutig in die Chakagra reinlaufen, ja klar, können sie. Aber sie werden fliehen. Das steht hier auch drin, dass sie sehr schnell fliehen, dass sie nicht organisiert sind, dass sie auch damit nicht gerechnet haben, weil das jetzt der allererste Angriff ist und sie wissen nicht, wie man damit umgeht. Das heißt, diese Rotte könnte jetzt ohne Probleme die Bewohner von Friesow niedermetzeln und damit eben auch die Helden. Man sollte jetzt allerdings nicht die Chakagra zu Schlachtvieh erklären. Das ist der erste große Fehler, den man hier machen kann. Wenn ich den Helden eine Gruppe von ungefähr 20 Dunkelelfen in die Hand gebe, dann könnte der Eindruck erweckt werden, dass das jetzt Gegner sind, die ich besiegen muss und die man dann auch totprügeln darf. Sollte man hier nicht machen. Man sollte sie, wie gesagt, einmal zeigen, man sollte ihre Grausamkeit und ihre Brutalität einführen und sie dann wieder verschwinden lassen. Wenn man hier an dieser Stelle sagt, dass die Elfen besiegbar sind, dass man nur genug draufhauen muss, dass man ihnen zeigt, dass sie bluten können, naja gut, wenn jemand blutet, dann kann er auch sterben und das muss hier eben verhindert werden. Bringt deswegen auch keine 20 Elfen, sondern meinetwegen nur 3. 3 Chakagra gegen 300 Leute. Wenn sich die Helden dieses Verhältnis ansehen und das Selbstbewusstsein von denen, dann werden sie ganz schnell merken, dass das unglaublich brutale Typen sind, beziehungsweise dass das auch eben unglaublich Erfahrene sind. Und warum kann das funktionieren? Warum sollten dann sich die Leute nicht gegen diese 3 Chakagra verteidigen? Naja, weil, wie gesagt, wir sind versteckt, wir kämpfen aus dem Hinterhalt, in der Dunkelheit. Die Leute kommen gerade aus dem Schlaf wieder. Das heißt, sie sind dann irgendwie noch im Nachtgewand und müssen dann erstmal nach draußen laufen. Und während sie die Tür aufgestoßen haben, sich ein bisschen umblicken, kommt dann schon einer von vielen Pfeilen aus einer Häuserecke, irgendwie von oben, irgendwie aus einer Gasse und schießt ihm in den Rücken, sodass der Dorfbewohner stirbt. Orientieren sich jetzt andere Stadtbewohner nach diesem einen Pfeil und versuchen dann diesen einen Chakagra aufzuhalten, dann kommt aus einer ganz anderen Ecke ein zweiter oder ein dritter Pfeil angeflogen und tötet die dann eben auch. Und niemand kann mir dann erzählen, dass man dann auch noch irgendwie sinnvoll eine Verteidigung aufbauen kann, wenn aus 3 verschiedenen Ecken viele, viele verschiedene Pfeile fliegen, die dann Dorfbewohner sehr schnell töten, beziehungsweise sie dann eben zur Flucht fahren lassen. Wenn dann die Dorfbewohner nach draußen fliehen, aus der Stadt raus und sich dann so ein bisschen aufgelöst haben, dann könnte man jetzt die Helden wieder zurückschicken. Oder sie sind sowieso schon drin geblieben und meinetwegen haben sie dann auch den Kampf in der Dunkelheit mal aufgenommen gegen einen dieser Chakagra-Elfen. Die anderen, während einer gegen den Chakagra kämpft, kann auch durch ein anderer einen weiteren Pfeil in den Rücken schießen. Wie gesagt, wir sind nicht an rondrianisches Ehrgefühl gebunden und deswegen sind die Kämpfe sehr, sehr schnell, sehr tödlich, auch für die Helden. Hier an dieser Stelle würde ich keinen NPC verhören lassen, wo dann die Helden dabei sind, sondern man beugt sich über ihn, nachdem er besiegt am Boden liegt und blutet, und dann fragt man ihn selber, was das denn soll. Und zwar, wie macht man das? Nicht indem sie irgendwie Garethi sprechen, sondern mit einem Blick in die Gedanken.
Elfenbilder. Man fragt mit Elfenbildern die Charaktere, was sind das für Sterne, was sind das für helle Punkte am Himmel, wieso scheint ab und zu mal die Sonne und jetzt gerade ist der Vulkan ausgebrochen und das ist alles dunkel, was ist das für eine Sonne? Also jetzt wird dann mit Elfenbildern wird klar gemacht, was die Chakagra wollen. Man presst natürlich dann damit viele Informationen aus seinem Gegenüber heraus, aber wenn der Elf selber gar nicht so erfahren ist mit dem Gedankenbild eines Menschen, weil das so sehr anders ist, dann könnte es auch sein, dass er eigene Informationen aus Versehen verrät. Das heißt, das nächste Ziel. Das nächste Ziel wäre dann so etwas wie, wir wollen zu dieser Chimäre von Abdul und Zurbaran. Das ist das eigentliche Ziel, was die Elfen haben. Falls die Chakagra dann in diesem Dreiertrupp zu unterliegen drohen, weil meinetwegen die Helden zu gut sind, irgendwelche anderen Störzauber wirken, einen der Chakagra entdeckt haben und dann auch weggeschossen haben mit einem Bogen, dann ist das in Ordnung. Dann wartet meinetwegen auf einem Eissegler ein weiterer Priester und der hat einen Dämon beschworen. Ich meine, die können Dämonen beschwören, warum sollten sie es nicht tun? Sie sind nicht an ein rondrianisches Ehrgefühl gebunden und sie benutzen Dämonen, um andere zu töten. Dann mache ich das auch. Und dieser Dämon kann dann eben für genug Ablenkung sorgen und dann eben auch den Rest von Frisov niederbrennen, beziehungsweise den Rest der NPCs, die dann noch irgendwie rumlaufen, umbringen, damit man eben die Zerstörung hat, die man braucht, damit dann Frisov eben untergeht. Da ist ein Mann, der das Gemetzel von Estwick als einziger überlebt hat. Ich habe das Tier, das mir das angetan hat, deutlich gesehen. Zähne wie ein Löwe, Kopf wie ein Bär und Klauen, die ein Brett zu Spänen fetzen können. Sie kommen nachts mit dem Nebel, wenn es am dunkelsten ist, als ob sie im schwarzen Dunst sehen können. Gingen sie auf zwei oder vier Beinen? Es schien, als würden sie beides tun, wie etwas, das beides ist, halb Mensch, halb Bär. Sie kommen, dann bilden wir alle einen Kreis in der Mitte des Raumes, und zwar Rücken an Rücken. Ich bin kein Krieger. Das wirst du schon sehr bald sein. Gut, wir haben genau das erreicht, was wir eigentlich wollten. Stellt euch immer die Frage, wenn ihr ein Abenteuer leitet und es lest und es versteht, was möchte der Autor uns mit dieser Szene sagen? Was ist die Essenz? Was muss ich verändern? Was darf ich verändern? Was darf ich nicht verändern? Die Essenz dieser Szene ist eigentlich, am Ende soll Frisov brennen. Die Helden sollen wissen, dass es Chakagra gibt und dass sie unglaublich brutal sind und dass sie so etwas wie eine Chimäre suchen, damit sie sie benutzen im Kampf gegen die Elfen. Das ist die Essenz. Und das habe ich eben jetzt auch genau mit dieser Szene klargemacht. Da müssen dann auch nicht 20 Elfen kommen oder 200 Elfen. Die müssen nicht kommen. Es geht einfach nur um das Prinzip, dass man die Elfen einmal vorgestellt hat und das erreiche ich, indem ich sie einfach weiterhin mysteriös wirken lasse. Wenn ich 20 Elfen angreifen lasse und die Helden konnten 10 davon schon umbringen, dann sind sie weder mysteriös, noch sind sie was Besonderes. Sie können bluten und sie können sterben. Damit sind sie besiegbar. Und das darf ich gar nicht erst aufkommen lassen. So, nächste Szene. Frisov ist untergegangen. Und ja, vielleicht wurden Helden verletzt. Meinetwegen wurden auch Helden getötet. Wenn man nicht die ganze Gruppe tötet, naja, dann meinetwegen reicht das auch, wenn einer gestorben ist. Da solltet ihr dann nicht verzweifeln. Falls andere verletzt sind, dann ist das umso besser. Dann haben die Helden auch gar keine Wahl, denn eigentlich, wie gesagt, in diesem Abenteuer gibt es eine Sandbox und es wird angedeutet, dass sich die Helden jetzt in alle Richtungen wenden können. Sie können nach Steinhaf gehen, sie können nach Glundhafen gehen, gemeinsam mit den anderen, sie können auch nach Frigorn gehen oder nach Falorn, sie können auch ins Geyser Kerbald vor oder nach Kela aufbrechen. Aber genau das will ich ja nicht. Ich möchte, dass sie bei der Gruppe bleiben und in Richtung Glundhafen wollen.
Und wie geht das am besten? Naja, wenn einer der Helden verletzt ist und sich nicht selber bewegen kann, dann wird er eben von den anderen überlebenden Dorfbewohnern auf einen Karren gepackt und dann in Richtung Norden gezogen. Und dann dürfen die anderen Helden ihn begleiten, weil das eben sinnvoll ist. Vor allem können die Bewohner von Friesow eben dann auch sinnvolle Argumente nennen, warum man nach Glündhafen soll. Und nicht unbedingt dann ins Kaiser Gerbald fordern, nach Kehla, weil da ist halt auch nichts. Auch wenn Friesow sehr nah an Frigorn liegt, aber auch da ist eben nichts. Da ist ein blauer See und da gab es mal dieses Haus von Zoberan, aber ansonsten ist da nichts und da kann ihnen auch niemand helfen. Dementsprechend gehen sie alle nach Glündhafen, das ist die nächstgrößere Stadt und da könnte man dann vom Sommer aus aufbrechen. Und wie gesagt, diese Reiseregeln mit der Wegstrecke, das ist dann dieses Sandboxige, das ist das, was ich schon in der Rezension gesagt habe. Das mag zwar sein, dass andere Dinge entfernt näher dran sind, aber da wird ihnen auch niemand helfen. Vulkanasche am Himmel, Nebel, Wolkenverhang, Regen. Wir müssen jetzt wieder einmal darauf achten, dass wir das Lovecraftsche und das Cthulhuide hier reinbringen, dass wir die Verzweiflung zeigen. Viele sind verletzt, viele sind getötet worden, Leute haben ihre Familie verloren. Helden sind verletzt und können dann während der Reise auch sehr schlecht regenerieren, das Essen ist knapp. Wir müssen jetzt damit spielen, mit den Ängsten und können uns hier richtig viel Zeit nehmen, diese Reise auszuspielen. In Kapitel 2, die Nächte im Eis, werden auch noch einmal die Himmelslichter vorgestellt, also hochelfische Artefakte. Soll ich die jetzt benutzen oder soll ich die nicht benutzen? Ich bin der Meinung, dass dieses stärkende Bündnis, dass irgendwelche Artefakte, die gemeinsam zusammengehören, die helfen nicht unbedingt. Vor allem, sie sollen wohl unglaublich selten sein. Es gibt eben jetzt nur 6 Stück davon und die gehören alle zusammen. Und das, was dann passiert, ist, dass man am laufenden Band diese seltenen Artefakte nachgeschmissen bekommt. Das erste wird einem durch einen toten Dorfbewohner bzw. einen Elfen verliehen, weil er noch im Sterben ist, bzw. wenn man dann erkennt, dass ein Chakagra dieses Himmelslicht haben möchte. Ja, das ist das erste und wenn man dann weiterreist, dann findet man einen Rondra-Geweihten, der hat das zweite. Dann geht man weiter, findet eine Praios-Geweihte irgendwie 2-3 Tage später und die hat das dritte. Das sind schon mal 3 von 6 Himmelslichtern, obwohl die so sehr selten sind. Später geht man weiter, geht dann zu den Yetis, der Yeti hat das vierte, dann geht man weiter zu den Nivesen, die haben dann das fünfte und so weiter. Also auf dieser Reise, das mag halt irgendwie sein, dass alles vom Schicksal auserkoren ist, aber ich finde, das lässt einen faden Beigeschmack, wenn man die einführt als unglaublich selten und als unglaublich toll und zusammenhängt und dann werden die innerhalb von wenigen Tagen, werden einem alle Artefakte nachgeschmissen. Einer von den Helden bekommt ein eigenes, die anderen Helden gucken in die Röhre und dürfen zusehen, wie einer von diesem Himmelsbündnis auserwählt worden ist. Damit verschiebt man das Spotlight von allen Helden auf einen Helden und das macht es in meinen Augen ebenso unfair. Dementsprechend entweder alle bekommen ein Himmelslicht, alle Helden, die da sind, oder keiner. Ich würde sie also komplett weglassen. Wir brauchen sie nicht, wir brauchen sie auch am Ende nicht. Damit brauche ich auch die Szene mit der Nebeltochter nicht. Die Nebeltochter, auch da ist wieder die Szene, wofür brauchen wir das? Was ist die Essenz? Was machen wir mit dieser Szene? Welche Informationen ziehe ich da raus? Die Tochter kann uns Informationen über das Himmelslicht geben, brauchen wir nicht mehr, weil wir haben das weggepatcht. Sie kann sagen, dass die Chakagra Dunkelheit sind, es gibt Licht, Nebel und Dunkelheit, der Feind ist Dunkelheit, geboren aus Chaos und Schwärze am Grunde des Ozeans. Doch er hat sich losgesagt und gewandelt, sein Lied ist schrill und verderbt. Diese Information kann ich quasi knicken, weil sie hat keinen Mehrwert. Dass die Chakagra böse sind, das weiß ich auch so. Über Schneelauerer und Jäger der nivesischen Legende gibt sie keine Auskunft, das heißt, sie weiß ein bisschen was über das Himmelslicht und sie kann sagen, dass die Chakagra böse sind. Das war's. Danke für das Gespräch, das ist ziemlich nutzlos, ich kann sie also auch rauspatchen, ich brauche diese Nebeltochter nicht. Den Rondra-Tempel hingegen finde ich ziemlich cool, also alleine das Bild schon auf dieser Klippe, das ist ziemlich mächtig und auch der Rondra-geweihte Wigbald Isgard von Badio könnte ein ziemlich cooler Typ sein, wir nehmen ihm einfach das Himmelslicht weg und damit kann er ein paar coole Gespräche mit den Helden führen, kann so ein bisschen Ruhe reinbringen, kann natürlich auch sich den Helden anschließen, wenn er möchte.
kann mit einem Heilungssegen den Helden wieder zurück ins Leben holen, falls das noch nicht geschehen ist, und ihnen weitere Tipps und Tricks geben. Die nächste Szene findet in Güldenhafen statt. Das heißt, die Reise ist abgeschlossen und die Helden können sich dann so ein bisschen entspannen. Hier sind sie in Anführungsstrichen in Sicherheit. Und das Abenteuer selber schlägt vor, dass man hier wieder Chakagra bringt. Ich bin einfach der Meinung, wir brauchen sie nicht. Sie sollen immer noch mysteriös sein, sie sollen immer noch etwas Besonderes sein. Und wenn man sie jetzt in jeder zweiten Hafenstadt irgendwie bringt und die dann vernichtet wird oder angegriffen wird oder sie sich zurückziehen, dann verliert das alles so ein bisschen an Geschmack. Dementsprechend bringen wir sie hier gar nicht, sondern wir lassen die Helden einfach ermitteln. Und zwar in der Bibliothek, und zwar ungestört. Sie können dann hier in den Kuslecker Zeichen lesen, können dann den Briefverkehr nachholen, alles, was Abdul El-Mazar geschrieben hat, alles, was Zoberan geschrieben hat, und können dann eben in Erfahrung bringen, dass diese Chimäre, die die Nachtelfen, die Chakagra suchen, eben am Blauen See wohnt, oder es könnte eben sein, dass sie da immer noch wohnt, falls sie lebt, und dass man da weitere Informationen eventuell bekommt, weil da auch das Haus von Zoberan steht. Zudem finde ich die Idee ziemlich cool, dass man jetzt Bernstein erhitzen als Sonderfertigkeit gibt. Da kann man den Helden auch gerne noch ein paar Bannstrahler oder Sonnenlegionäre mitgeben und ihnen auch die Macht des Bernsteins nahebringen. Das ist nichts, was irgendwie sonderlich viel bringt. Man kann damit natürlich auch noch gegen die Chimären ziehen, aber unabhängig davon ist das schon mal eine coole Sonderfertigkeit. Und Waffen aus Bernstein, daran, das hat nicht jeder Held, daran erinnert man sich. Und wenn man dann in Gareth mit einer Bernsteinwaffe umherrennt, das ist schon was Besonderes. Da hat man schon richtig was erlebt. Deswegen würde ich da dann eben auch die Rezepte rausgeben, beziehungsweise die Sonderfertigkeiten und das Berufsgeheimnis. Das kann einem gerne einer beibringen. Meinetwegen auch auf der Reise, wenn man da in der Bibliothek herumrecherchiert. Ich finde das eine ziemlich coole Belohnung für die Helden. Wie gesagt, angegriffen wird in der Bibliothek keiner. Sie können sich dann einfach, weil sie Helden sind, dazu entscheiden, dass sie mal Zoberan nach dem Rechten schauen. Das heißt, sie sind wieder genesen und sie brechen dann auf in Richtung Süden nach Frigorn. Ja, hier in Frigorn gibt es, wie gesagt, dann die Szene in Zoberans Haus. Und hier dürfen sie dann weitere Briefverkehre mitbekommen, können sich dann die Melodie und das Geheimnis ansehen. Da ist natürlich die Frage, das kommt jetzt auf die Gruppe an. Wenn ich einen Geweihten in meiner Gruppe habe, der rechtmäßig und den Göttern treu agiert, dann muss ich gar nicht diese Melodie der Kontrolle einbringen. Das hilft wenig, weil jeder Göttergefällige wird keine Chimäre in seinen Reihen kämpfen lassen, wird keine Chimäre kontrollieren. Er wird sie vernichten, wie es ein rechtschaffender Held tut. Unabhängig davon, wenn man keine Geweihten haben sollte, dann reicht eben auch ein ganz normaler rechtschaffender Held. Jemand, der Rechtskunde kennt, jemand, der weiß, dass Chimären einfach verboten sind, weil sie gegen alles gehen, was Zar erschaffen hat, weil sie unheiliges, von Asphaloth verfluchtes Leben sind. Die Helden können dann ermitteln, können ein bisschen am Blauen See in Erfahrung bringen, ob es diese Chimäre noch gibt und wenn ja, wo sie lebt. Das kann man alles so hier spielen, wie es im Buch steht. Den Angriff auf Zoberans Versteck selber würde ich nicht ausspielen. Wenn die Chakagra vorher da sind, dann vernichten sie diesen Balken, dann vernichten sie Zoberans Versteck und die Helden bekommen gar keine Informationen mehr. Wenn die Chakagra gleichzeitig eintreffen, dann würde ich sagen, naja, warum kommen die gleichzeitig an? Wir haben hier mehrere Tage, die dazwischen liegen, warum sollten die ausgerechnet jetzt gleichzeitig mit den Helden eintreffen? Das ist doch schon etwas willkürlich. Wenn sie danach ankommen, naja, dann kommen sie halt danach an, dann kriegen sie danach die Melodie und können dann sich überlegen, ob sie dann dieses Ding kontrollieren können oder eben auch nicht. Aber davon kriegen die Helden dann auch nichts mehr mit. Zumindest können sie nicht davor kommen, weil die Chakagra sonst einfach das ganze Versteck vernichten und gleichzeitig ankommen, ist halt genauso sinnfrei. An dieser Stelle dürfen dann die Helden auch gerne auf die Yetis treffen. Das sind dann die guten Yetis. Warum dann die Schwarzelfen ein paar böse Yetis kontrollieren, mit ihren Reihen aufnehmen, weiß ich nicht, ob das sein muss. Wenn man dann schon Schrate einführt, Eisschrate, die sind dann schon was Besonderes, die sind in meinen Augen selten. Und dann sollte man dann nicht irgendwie so ein Clash of the Cultures einführen, dass dann Yetis gegen Yetis ziehen und die Guten gegen die Bösen. Das sollte schon was Besonderes bleiben. Die Helden dürfen mit Yetis an der Seite gegen Chakagra ziehen.
Dann trifft man auf die Chimäre und das kommt zum Kampf gegen die Chimäre und hier dann gerne auch gegen ein oder zwei Chakagra. Die selber wollen natürlich nur die Helden töten und nicht die Chimäre bekämpfen, wollen sie dann einfach nur kontrollieren mit der Melodie oder mit irgendwelchen anderen namenlosen Liturgien. Das heißt, hier kann man jetzt wieder ein paar besondere schattenhafte Krieger einführen. Da sollte man nicht mit der ganzen Rotte kommen, weil 10 Nachtalben können unglaubliches Chaos stiften und wir wollen sowieso gegen eine Chimäre mit 400 Lebenspunkten kämpfen. Das ist nicht sonderlich hilfreich, wenn man da dann eben noch ein weiteres Fass aufmacht. Zudem braucht man hier auch keine Eisharpien. Das ist ein weiteres Volk, was man, wenn man möchte, wegpatcht, weil woher kennen jetzt diese Chakagra diese Eisharpien? Warum sollten die sich jetzt gegenseitig helfen? Ja klar, Harpien sind irgendwie auch geschaffen von Pardona, genauso wie die Nachtalben, aber wir wollten ja eigentlich die Strecke zu Pardona trennen. Deswegen lasst diese Eisharpien weg. Ein Chakagra oder zwei oder drei, also Nahkämpfer, brillante Fernkämpfer, zauberisch und teilweise namenlos geweiht. Das sind 4 Aspekte, die sie alle irgendwie können und da muss man dann nicht noch irgendwelche fliegenden Gegner einbauen. Dann kann man mit ein paar Problemen die Chakagra vielleicht zur Flucht treiben, vielleicht kann man sie auch umbringen. Zumindest kann man auch diese Chimäre beseitigen. Es wird ein schwerer Kampf, aber das ist möglich. Auch hier kann man dann wieder mit Gedankenbildern arbeiten. Das heißt, während des Kampfes wird dann die Motivation der Nachtalben weiter erklärt, die fragen aber auch selber nach mit ihrer Gedankenkommunikation, wieso die Helden jetzt hier sind, warum sie jetzt diese Chimäre töten. Es wird dann eben auch klar, dass diese Elfen nicht stoppen, sondern weiter nach Süden ziehen wollen. Das heißt, sie wollen das Fort angreifen. Gleichzeitig könnte man ihnen eben aber auch noch verraten, dass sie ein weiteres Ritual oben im Norden planen und da gerade mit ein paar Eisseglern herumfahren, um in der Bernsteinbucht einen Ritualplatz zu finden. Nachdem die Helden die Chakagra und die Chimäre besiegt haben, können sie sich dann also überlegen, reisen wir jetzt nach Norden? Vielleicht haben wir auch sowas wie einen Eissegler von den Nachtalben, die sind ja besiegt worden, zumindest hoffe ich das. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einen dieser Nachtsegler und reisen nach Norden, um dieses Ritual zu verhindern. Oder aber wir reisen in Richtung Kaiser Gerwald vor, wo sie, einen Angriff planen. Oder, sie wollen sich ja generell nach Süden ausbreiten und das wäre dann ein Ort, wo man sie stoppen könnte. Egal, wie sie sich jetzt entscheiden, auf der Reise von Frigor nach Norden in Richtung Bernsteinbucht oder in Richtung Süden, Kaiser Gerwald vor, jetzt werden sie auf die Nivesen von Fanta treffen. Und Fanta kann ihnen eben weitere Informationen geben, Fanta kann ihnen eben auch was über die Chakagra erzählen, ein bisschen was über den Hintergrund erzählen, dass sie selber im Himmelsturm war und kann sie dann zu der Hochelfenruine führen. Das ist optional. Wenn man Kydaka Eisblüte einführen möchte als verräterische Nachtelfe, dann könnte man das tun, das ist dann eben so ein bisschen dieser driste Oden-Aspekt, dass es da dann eben auch Überläufer gibt, die dann gar keine Lust mehr drauf haben. Ich finde, es ist dann aber auch schon ziemlich hart von Dungeons & Dragons geklaut. Das ist einfach dieses driste Oden-Thema, diesmal allerdings nicht in männlich, sondern in weiblich, finde ich aber too much. Wir brauchen diese Verräterin nicht. Es reicht, wenn wir uns alle Informationen über Fanta holen. Wenn wir Kydaka Eisblüte nicht brauchen, dann müssen wir auch nicht zu dieser Hochelfenruine. Das ist dann auch wieder die Essenzfrage. Wofür brauchen wir die Szene in der Hochelfenruine? Jemand muss von einem Fluch befreit werden, ein Fluch von Belshirash, also einem Eisdämon, oder wir begegnen Kydaka. Wenn wir Kydaka nicht brauchen, dann brauchen wir auch den Fluch nicht. Der Fluch ist eigentlich quasi unabhängig davon, aber es ist einfach, wir brauchen es nicht. Es reicht auch schon so. Die Szene im versunkenen Wald ist optional. Man kann sie benutzen, wenn man möchte. Ich finde sie eigentlich ganz schön. Ich hatte ja in der Rezension bemängelt, dass dann da die Karten nicht stimmen, beziehungsweise dass der Zauber nicht stimmt. Das stößt mir ein bisschen sauer auf. Ich beschwere mich da immer wieder drüber. Aber das ist jetzt nichts, was diese Karte komplett kaputt macht. Es ist mir einfach nur aufgefallen. Und da sollte man in Zukunft doch bitte drauf achten.
Man kann das dann so spielen, wie es hier drin steht. Wie gesagt, nimmt er dann nicht 10 Nachtalben, sondern nimmt er wieder nur 2 oder meinetwegen 3 und dann eben auch einen namenlosen Priester. Der benutzt dann aber auch seine namenlosen Fähigkeiten und haut dann ziemlich rein. Gerade mit vergifteten Waffen wird der den Elfen ziemlich schaden. Die Werte, das ist auch ein bisschen komisch, er hat zwar nur 22 Lebenspunkte, aber verbotene Pforten, mit denen er dann seine Lebenspunkte in Astralpunkte eintauschen dürfte. Wenn ich nur 22 Lebenspunkte habe, dann würde ich so etwas nicht tun. Auch da gilt, wenn die Heldin diesen einen oder diese zwei oder diese drei Nachtalben immer zu schnell besiegen könnten, wie gesagt, alle Elfen können irgendwie zaubern, benutzt diese Zauber und vor allem können sie auch alle den Invocatio. Das heißt, man ruft mindere oder höhere Dämonen, die dann helfen. Das ist dann immer so die Wahl der Waffen. Verlasst euch bitte nicht nur auf den Nahkampf. Die Werte von denen sind grottig. Verlasst euch nicht auf den Fernkampf. Benutzt die Zauber, die gegeben sind. Benutzt die Rituale, die gegeben sind. Auch wenn Rituale 5 Minuten dauern. Man kann sowas eben auch alles schon im Vorfeld getan und erledigt haben. Macht das angepasst an eure Gruppe. Bringt keine 10, entzaubert die Nachtalben nicht, sondern bringt 3 und dann können sie dann eben auch sterben und looten, nachdem sie einen sehr heftigen Kampf hatten. Ja, das Kaiser Gerbald vor das Finale. Hier darf man sich dann auch wieder etwas vorbereiten. Hier darf man dann die Anlage inspizieren. Hier muss man dann keine Soldaten kennenlernen. Man dürfte natürlich die Offiziere kennenlernen, aber jeden einzelnen Soldaten vorstellen. Man muss hier keine Bindung aufbauen. Das wird eine Schlacht. Und im Gegensatz zu Friesow ganz am Anfang muss man hier dann keine Kinder oder so darstellen. Und wenn die dann sterben, ist das total grausam. Nein, das sind hier Soldaten und die müssen einem auch nicht ans Herz wachsen. Jetzt müsste man sich überlegen, reichen diese 25 Leute, diese halb abgerissenen Söldner, die haben keine Kampfwerte, die können keine Verteidigung ordentlich halten, die können nicht einmal die Mauern bemannen ordentlich und entweder ich erhöhe die Söldner, die Anzahl von den 25 oder aber ich tue noch ein paar Nivesen dazu. Ich weiß nicht, ob jetzt auch noch unbedingt Fjaninger da rein müssen, aber ich könnte die Yetis noch mit benutzen und kann dann versuchen, so ein bisschen dieses Fort aufzufüllen. Man kann aus diesen 25 auch ein ganzes Banner machen, also 50, man könnte daraus auch 100 machen. Wichtig ist, dass die Qualität von diesen abgerissenen Leuten eben nicht erhöht wird. Das sind zwar Soldaten, aber sie sind geflohen. Und naja, dementsprechend sind ihre Werte nicht unbedingt gut, vor allem sind sie dann eben oft besoffen, was man eben so in einem ewigen Eis eben tut. Dann habe ich das Verhältnis angesprochen. Laut dem Buch haben wir 150 Chakagra Nachtalben gegen 25 abgerissene Söldner, ein paar Helden, ein paar Yetis und Nivesen. Das ist eine Überzahl von 3:1. Jeder Chakagra könnte aber in meinen Augen ohne Probleme 20 Menschen besiegen. Das heißt, er schießt erstmal sie kaputt, dann zaubert er ein bisschen und dann geht er in den Nahkampf und er schnetzelt sich da einfach durch. Wo wir also eine Überzahl von 3:1 haben, sollte es eigentlich eine Unterzahl von 1:20 sein. Hier an dieser Stelle, das ist der Endkampf. Da kann ich jetzt auch gerne aufdrehen. Da muss ich dann nicht nur 3 oder 5 Chakagra nehmen, es reicht dann, wenn ich 20 nehme. Das sollte dann auch die Gefährlichkeit unterstreichen. Wenn jetzt anstatt, jetzt am Anfang sind immer 2 und 3 Nachtalben gekommen, und dann nochmal 2 und 3 und jetzt kommt 20, jetzt sollten die Helden richtig, richtig Angst haben. Ich kann jetzt auch gerne mit Ratten arbeiten, aber diese Ratten sollten dann nicht mit 130 Ratten, beziehungsweise es sind 100 plus 3 W20, also im schlimmsten Fall sind es 160 und im besten Fall sind es 103. 100 beziehungsweise 160 Ratten, das ist richtig, richtig viel. Viel zu viel. Also kämpft da gerne mit meinetwegen nochmal 20 Ratten, vielleicht auch sogar 30 Ratten, aber nicht 100 und schon gar nicht 160 Ratten. Das Abwasser- und Kanalsystem, und das ist das, was ich in der Rezension schon gesagt habe, da haben 140 Jahre lang Menschen reingeschissen. Kein Elf der Welt würde durch diese Fäkalien- und Latrinengrube der Welt hindurchschwimmen, sich irgendwie hindurchkämpfen, ob er jetzt dem Namenlosen gehorcht oder Peng, aber kein Elf kriecht durch ein Kanalsystem, in dem Scheiße geflossen ist. Tut er einfach nicht. Da kann man Ratten durchschicken. Das ist eine Möglichkeit.
dann wird dieser Kampf sehr unübersichtlich. Ja, das Fort ist befestigt, es hat Türme und es hat Mauern, aber wie das bereits im Abenteuer steht, die Elfen benutzen den Caldo Frigo, um sich Mauern zu setzen, um sich Brücken zu setzen, und sie übersteigen dann einfach die Mauern des Forts auf Eisbrücken. Das tun die. Die können auch Dämonen beschwören. Wie gesagt, wir haben den Invocatio Minor, wir haben den Invocatio Major. Warum soll ich die nicht benutzen? Ich muss dann da auch keine Skelettkrieger benutzen. Ich finde das ein bisschen komisch, dass man jetzt auch noch mit Untoten agiert, wenn ich vorher schon Dämonen hatte und wir haben irgendwelche Ratten und jetzt kommen noch irgendwelche Kriegermumien. Das ist alles viel zu viel. Ich würde einfach sagen, bleib bei diesem einen Thema, bleib bei Dämonen, die beschworen wurden, und bei Chakagra, beziehungsweise den Ratten. Ich brauche keine Eisharpien, ich brauche keine Yetis, also keine bösen Yetis. Ich brauche keine Chimäre, die fliegt. Das sind so viele seltsame Völker, die da alle auf einem Haufen vereint sind. Ja, das mag sein, dass das irgendwie alles total episch ist, aber man sollte nicht zu viel auf einmal des Guten versuchen zu benutzen. Das ist so einfach mein Tipp. Die Helden brauchen ein vernünftiges Ziel. Ich kann verstehen, dass man hier mit Licht und Dunkelheit arbeitet. Ich würde es allerdings nur zu einem Halten kommen lassen. Warum ist es denn dunkel? Meinetwegen immer noch, weil Vulkanasche oben ist. Jetzt müsste man sich überlegen, wie man diese Vulkanasche aus dem Himmel bekommt. Meinetwegen in einem großen Ritual. Vielleicht ist auch noch ein Magier anwesend oder vielleicht hat man noch ein paar Praios-Geweihte, ein paar Brandstrahler, ein paar Sonnenlegionäre mit dabei, die jetzt in einem großen Ritual beschützt werden müssen, damit Praios heiliges Licht die Vulkanasche verdrängt. Das wäre so die Idee, wie ich jetzt mit dieser Licht- und Dunkelheit arbeite, damit man da auch nicht mit der Morgendämmerung, mit dem Sonnenaufgang arbeiten muss, der dann die Dunkelheit wehrt und den halben Licht wehrt, dass sich das so irgendwie alles bekämpft. Damit würde ich gar nicht arbeiten. Einfach, dass die Helden eine gewisse Zeit lang einen Ritualplatz von ein paar Praios-Geweihten beschützen müssen. Das wäre so die Essenz. Die Helden können natürlich auch noch versuchen, das Beschwören von diesem Dämon, namenlosen Dämon, dann zu verhindern. Das ist aber alles optional, ne? Und ob dann da auch noch ein Turm einstürzt oder Peng, das ist alles eure Idee überlassen. Das ist alles auch nicht schlecht. Ich finde einfach nur die Anzahl der Nachtalben komplett übertrieben. Wenn man wirklich 150 Chakagra einführt, die mit Eisharpien, die mit Yetis ankommen, die mit einer fliegenden Chimäre ankommen, dann ist das einfach dem Untergang geweiht und dann wird es hier keine Überlebenden geben und eure Heldengruppe wird wipen und eure Spielergruppe wird euch ansehen und fragen, was war das denn jetzt, was ist das für ein beschissenes Abenteuer? Und ich kann es dir nicht verübeln. Der Ausklang. Hier steht, die Sonne geht auf und das Fort ist gerettet, die Chakagra ziehen sich zurück, ihr habt gewonnen. Das ist der Ausklang. Auch das sollte man so ein bisschen würdiger gestalten. Nachdem man dann 120 Seiten bzw. 90 Seiten lang dieses Abenteuer geleitet hat, so ein Ausklang ist auch so ein bisschen Schlag ins Gesicht. Also lasst das vernünftig ausklingen, schreibt da Briefe, führt dann die Helden wieder zurück zum Ausgangspunkt, zurück nach Riva, wo sie dann um Hilfe rufen können, wo sie ein paar Magier von der Störrebrandakademie nach Norden schicken können, ein paar weitere Banner aus dem Mittelreich, und das ist dann so ein bisschen das gepatchte Abenteuer. Also da sollte man dann nicht einfach sie belohnen mit dann dem großartigen Epilog, wo man, naja, noch einmal beschreibt, wie toll die Nachtalben sind und dass sie sich dann gegenseitig schlagen. Das ist alles nichts, was wir brauchen. Belohnt die Helden dann mit einem ordentlichen Ausklang und lasst das nicht nach dem Morgendämmern dann einfach enden. Das ist das Abenteuer, die klingende Nacht in einer gepatchten Version. Hebt die Werte der Chakagra an, vermindert die Anzahl, deklariert sie nicht einfach zu generischem Schlachtwerk, also als bessere Räuberbande, das sind sie nicht. Sie sind keine Straßenräuber, die mit Knüppeln umherlaufen. Sie sind seltene, auch wenn sie sich mittlerweile vernünftig fortpflanzen können, sie sind seltene Elite-Meuchler in einer schwarzen Endurium-Schattenrüstung, und dementsprechend sollten sie eben auch so behandelt werden. Wenn die Helden
vor dem Finale schon 20 oder 30 Chakakra umgekloppt haben, dann sind die nicht mehr gruselig. Dann kann man da auch keine Lovecraftschen Gruselstimmung mehr aufbauen. Dann ist das Abenteuer kaputt. Und das solltet ihr versuchen zu verhindern, das solltet ihr versuchen zu vermeiden. Ihr solltet hier ein Stimmungsspiel draus machen. Ihr solltet euren Spielern sagen, lasst euch drauf ein, eine große Kampagne im Norden, im Eis, um die Zukunft Aventuriens. Ja, das war jetzt ein sehr langes Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen was beibringen, meine Überlegungen zu diesem Abenteuer nahebringen. Ob ihr es dann letztendlich genauso tut oder nicht, ist euch überlassen. Ihr dürft auch gerne noch einmal eure Kommentare dazu schreiben, wo ihr findet, dass ich Fehler gemacht habe oder ob ihr es anders sehen würdet. Scherenwächter, die Attacke 9, Parade 1 ist ein Witz. Das heißt, sie treffen nicht einmal jeden zweiten Schlag. Und wenn die Helden eine vernünftige Parade haben, dann könnten sie eben auch, wenn jede zweite Runde mal einen Eisenhammer trifft, könnten sie den eben auch wegparieren, ohne dass irgendwas passiert. Dass dieser Scherenwächter mit Attacke 9 auch noch den Hammerschlag ansagen darf, ja, ist halt lustig. Schön, dass er das darf, dann trifft er halt gar nicht mehr. Lass die Chakagra nicht lesen können, sie können keine Kuslecker Zeichen lesen, sie können auch nicht Kuslik sprechen, beziehungsweise Gareti sprechen, sie können auch kein Bosporano sprechen, sie verständigen sich mit Gedanken, Elfenbildern, das ist das, was Elfen tun, sie sollen mysteriös bleiben, mysteriös wirken, wenn sie anfangen zu bluten, muss das was Besonderes, wenn man sie tötet, ist man ein herausragender Held, Chakagra dürfen nicht entzaubert werden. Das ist mein Ausklang. Das ist so das, was ich hier aus diesem Abenteuer herausziehen würde. Naja, und abschließend, der Scherenwächter kann mit einer Sonderregel erhitzen von Wasser und Eis die ganze Gruppe wipen lassen. Das ist auch nochmal ganz interessant. Also, wer diese Regel benutzt, man läuft auf eine Eisfläche, man friert die Eisfläche kurz auf, friert sie danach wieder zu und die ganze Heldengruppe ist tot. Ob man das dann auf einem See benutzt und sie dann unter Wasser ersticken oder ob man sie einfach nur an den Beinen einfriert, das heißt, sie stapfen kurz in Wasser und das Wasser, was ihnen dann zu den Knien geht, friert man dann wieder zu. Ja, das würde die Heldengruppe eben auch im Kampf massiv behindern. Wer also diese Sonderregel hier benutzen möchte, sollte sich überlegen, wie viele von seinen Helden dann eben draufgehen. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.